drei bayerischen Firmen, Bavaria Studios, Eyeline Studios und ARRI, haben sich in diesem Projekt zusammengeschlossen, um virtuelle Produktionstechnik zu entwickeln und in Bayern zu etablieren. Konkret haben wir uns entschieden, eine Stuntszene aufzusetzen und aufzubauen, die in den Bergen spielt. Und das ist deshalb für uns interessant, weil wir eine Location eben gewählt haben, an die man normalerweise so nicht kommen würde. Wir konnten den kreativen Prozess direkt am Set machen und wir haben sehr schöne Bilder kreiert, was normalerweise erst Wochen später in der Postproduktion stattfindet. Unser Lösungsansatz bzw. Der Weg, wie wir versucht haben, die technischen Herausforderungen zu lösen, war ganz klar auf einen iterativen Entwicklungsansatz. Wir haben versucht, Schritt für Schritt die Prozesse zu optimieren und in Kooperation mit den Partnern zu optimieren. Ja, alles klar. Und da ist Stopp. Die Erfahrung war super positiv. Ich muss sagen, was mir natürlich als Regisseur wahnsinnig gut gefällt, ist, dass man einmal das Setting gestalten kann. Ich hatte so ein bisschen überlegt, ja, wie gut ist das jetzt, dass man auch genug Freiheit hat, sich mit den Schauspielern zu bewegen auf der Stage und so. Das hängt natürlich sehr, sehr stark auch von der Planung ab, aber mir gefällt natürlich so ein bisschen diese Mischung aus der Gestaltbarkeit und der Kontrolle, die man als Regisseur hat, aber gleichzeitig der Freiheit, die trotzdem den Schauspielern am Set noch bleibt, dass man auch sich in diesem Set sowohl mit den Schauspielern als auch mit der Kamera bewegen kann und trotzdem eine glaubwürdige Welt erschafft und dass sich die Welt, wenn man beispielsweise eine Kamerabewegung hat, die 3D-Welt hinten mitbewegt, ohne dass ich jetzt mit dem Visual Effects Supervisor darüber diskutieren muss, ob wir ein Motion Tracking oder eine MoCo aufbauen müssen oder ähnliches und dann hinten entweder ein 2D oder 3D Background einsetzen müssen. Das ist einfach schon da und das ist natürlich super angenehm und praktisch. Die Chancen mit so einem Virtual Set, so einer Virtual Production ist natürlich für die Produktion eine Vereinfachung der Reiselogistik, eine Vereinfachung der Motive. Wir müssen nicht mehr so viel bauen. Wir sehen genau, wie das Set später aussehen kann. Wir wissen, wie wir was drehen müssen, was wir erzeugen müssen. Und ich glaube, das ist auch ökonomischer. Wir müssen nicht 120 Mann in die Berge schaffen. Wir müssen nicht einmal um die Welt reisen, sondern können wahnsinnig viel hier erstellen. Wir können es im Computer erstellen und damit reisen. Ich habe mir vorgestellt, dass der technische Aufwand während des Drehs eigentlich noch größer sein würde. Und der war eigentlich relativ gering. Also wir haben eine super Kommunikation gehabt mit der VFX die ganze Zeit. Das ging alles sehr, sehr schnell. Wir haben sehr, sehr viele Einstellungen gedreht. Also ich muss sagen, von der Schlagzahl her hätten wir an einer Original-Location nicht so schnell arbeiten können. Also ich muss sagen, mich hat es wahnsinnig begeistert, weil es einfach ein hohes Maß an Kreativität bietet, die es so unter realen Produktionsbedingungen so wahrscheinlich gar nicht geben kann oder nicht geben wird oder einfach gar nicht umgesetzt werden kann. Also es ist wirklich ein ganz neuer Raum für Kreativität. Wir haben das sehr gern gemacht als Digitalministerium, dieses Forschungsprojekt hier zu unterstützen. Das ist eine ganz wichtige Technologie für die Zukunft des Films. Der entscheidende Punkt für uns ist immer, die komplexe Technologie, die an so einem Set da ist, von den kreativen Leuten etwas fernzuhalten, dass diese sich auf ihren Job konzentrieren können und nicht mit den technischen Schwierigkeiten, die an so einem Set entstehen, konfrontiert werden müssen. Also Virtual Production haben wir ja viel schon im Gaming, wir haben das viel schon in der Werbung, aber jetzt wollen wir eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass es auch in die fiktionale Produktion Eingang findet und dafür brauchen wir Pilotprojekte.